Wir zahlen deine Sünden. Hallo Freunde, ich bin's, Jule aus deiner 89.0 RTL Morning Show und heute bin ich in einer ganz heiklen Mission unterwegs. Es geht um Leni und es geht um Lara und es geht um einen Wellensittich, der gefressen wurde. Es ist ganz schön herzzerreißend. Ich glaube, es ist die herzzerreißendste Sünde überhaupt. Und wenn Lara nicht schon eine Mutter hätte, ich würde dich sofort adoptieren. Erzähl, was ist denn mit deinem Vogel passiert? Naja, ich habe die Käfigtür beim Füttern aufgelassen und dann war er auf dem Boden und sie hat ihn dann geschnappt. Sie hat ihn gefressen, aber wie konnte denn das passieren? Kannte die den Vogel nicht? Doch, also sie war erst ungefähr eine Woche bei uns und ja, und dann hat sie ihn eben geschnappt, weil mein Bruder vorher mit ihr gespielt hat. Man kann es ihr ja gar nicht übel nehmen. Sie ist ja auch so ein süßer Scheißer. Aber Lara, pass auf. Ich mache dir jetzt ein super Angebot. Ich hab's dir ja versprochen. Wir beide gehen jetzt in eine Zoohandlung. Du suchst dir einen neuen Wellensittich aus. Ja? Wir haben Leni gleich mal mitgenommen, damit die gleich weiß, dass der nicht mehr gefressen wird. Bist du einverstanden? Ja, ganz toll. Super, dann gehen wir jetzt in eine Zoohandlung, Freunde. Was für ein Spaß. So, was hast du denn früher für einen? Das ist so ein blauer wie der da oben, der sich gerade... Der blau-weiße da oben? Ja. Ich finde ja den gelben total schön. Guck mal, der da oben sitzt. Ja, der ist auch schön. Aber du hast ja verraten, du würdest gerne wieder so einen haben wie der gefressen wurde, ne? Ja. Und der gefressen wurde, war wo blau? Ja. Okay. Der da in diesem... In dieser Schale sitzt? Ja. Den finde ich auch gut. Den will ich, glaube ich. Den da in der Schüssel, ja. Der soll es sein. Ja. Und was hat der von Namen spontan? Anton. Anton? Hieß der andere auch Anton? Nein, der hieß Bubi. Okay. Gut, dann hätten wir es geschafft, ne? Lara, was willst du noch was sagen? Der passt ja sogar zu deiner Haarspange, der Vogel. Ich freue mich ganz doll, dass sie mir den Vogel gekauft hat. Oh, ist sie nicht süß? Wenn sie nicht schon eine Mutter hätte, ich würde sofort sagen. So, wir sind jetzt richtig Schwestern, so? Ja, ist beschlossene Sache. Wir werden jetzt den kleinen Anton besorgen und hoffen natürlich, dass klein Leni, du kleiner Scheiße, nie wieder irgendeinen Wellensittich frisst. Nein. Aber ihr könnt gerne mal in eine Sendung kommen. Jeden Morgen die RTL Morning Show. Wir sind wie ein offenes Haus von 5 bis 10, Freunde. Einschalten. Ja. Ne? Der Hund hört auch. Du hast eben einen guten Geschmack. 89.0 RTL. Von heute.